Neues Video von Nati Kiss, Mary Kill mit meiner Mom. Mal schauen, wer da alles vorkommt. Dass ich da drin vorkomme, ist sehr, 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 unwahrscheinlich. Aber gehen wir mal rein in das Video. Alles natürlich dann auf rein Dingsbasis virtuell. Ach, ihr wisst, was ich will mit dem sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meiner Mom. Ja, hallo. Hallo. Und ihr habt sich ein bisschen gelassen. Wir machen das Kiss, Mary, Kill mit Schweizer Promis. Also es sind YouTuber dabei und auch andere. Ja, oh, dann komme ich jetzt schlecht nicht vor. Und weil meine Mom niemand will killen, haben wir es so abgemacht, dass wir sagen, wir dürfen dort Wüste schicken. Oder wie haben wir es gesagt? Ja, ja, irgendwie so. Ich sag's gleich noch kurz. Nehmt es nicht ernst für die, die drankommen. Macht es nur als Unterhaltung. Nehmt es ernst, brutal ernst nehmen. Selbstverständlich. Nehme ich das auch jetzt absolut ernst. Let's go! So, wir fangen mit den ersten drei Kombinationen okay. an. Und zwar ist das zum einen der Adi Totoro. Klar, yeah. Sehr vollkommen. Der Nikito und der Nicola Probst. Macht das, glaube ich, etwas anders. Macht es mehr Sinn. Macht es mehr Sinn, wenn ich da bin? Kiss, Mary, Kill, beziehungsweise sie sind die Würste schicken. Super, sind alles drei Typen. Ich schicke alle in die Würste. Adi, ciao, tschüss. Kennt ihr niemanden von denen? Ich würde Adi heiraten, weil er wahrscheinlich von allen am meisten Geld macht, wo ich am meisten Abos abstauben kann. Küssen, keine Ahnung, ihn und ihn in die Wüste schicken, er ist eh schon mit einem Flugzeug oder Helikopter, also perfekt unterwegs. Also, der liebe Adi. Also, ich muss sagen, küssen würde ich ihn jetzt nicht, und zwar no front! Wegen dem Schnauz. Aber ich weiß, das weiss ja der Adi, oder? Hat ja schon viele Frauen geschrieben, der Schnauz ist nicht so. Weil ich kenne den Adi schon ziemlich lang und ich weiss, wie er ohne Schnauz aussieht. Und ich finde, er ist sehr hübsch, er hat schöne Zähne und ein wunderschönes Lachen. Und der Schnauz, ja, also... Aber Hut ab vor dem Adi, was er alles macht. Und ich glaube, der Adi, der wird mal mega berühmt. Und der Adi wird mal reich. Das ist darum, wie ich ihn heiraten. Er hat jetzt schon so fette Kunk an den Finger, oder? Dann, wer haben wir noch? Michito und Nicola. Der Michito, ja, das ist ein Herziger. Das ist ein mega ein Herziger. Ja, der will mich küssen. Und der Nicola, den kenne ich nicht so gut, aber ich habe ihn mal gesehen an einem YouTuber-Treffen. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ja. Ich will die Wüste schicken. Ich will einfach die Wüste schicken. Sorry, Nicola, ich kenne dich noch nicht so gut. Aber im nächsten Video gibt es da wieder eine Chance. Also, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube einfach, ich will es gleich machen wie du. Ich will es gleich machen wie du. Der Lionel, der Maelo und der Luca Hani. Erstens. Okay, Lionel, Maelo und Luca Hani. Maelo, ab, ciao, tschüss, in die Wüste mit dir, hey, piss dich, Junge, piss dich. Vor allem von diesen drei kenne ich den Lionel kenne und den Maelo kenne. Maelo kenne ich am besten von allen. Ich würde Luca Hennig in die Wüste schicken und bei den anderen zwei, die würde ich zusammen in einen Käfig stecken und dann sollen sie es ausfighten. Der Gewinner, der heiratet und der andere kriegt ein Ding, kriegt einen Schmatz schnell, der kriegt ein Münchi. Also mal, Maelo, ich grüße dich. Du bist ja der Schweizer, wie sagt man? Reaction-Boss, Reaktionsboss, genau. Und ich schaue sehr gerne deine Videos, vor allem wenn du über Nathalie ihre Videos redest. Und er hat immer herzliche Kommentare über mich gesagt, das muss ich sagen. Und darum sage ich jetzt auch etwas mega Positives über dich. Du hure Banane! Allerdings muss ich sagen, ich verstehe ihn nicht immer ganz gut. Ich bin nicht ganz schlau im Dialekt. Dialekt! Ich verstehe immer ganz, was er sagt. Manchmal braucht es fast ein bisschen Untertitel. Aber ich verstehe es. Untertitel! Ich will Lehre machen. Hast du gehört, Maelo? Du musst Untertitel jetzt in deinen Videos einfügen. Also das ist wichtig. Bitte mach Untertitel. Man muss sagen, und ich kann kein Wort verstanden. Ich bin wieder voll verheiratet, Maelo. Mhm. Den Lionel kenne ich jetzt auch nicht so gut. Den Luca Hani, ja. Ja, ist noch ein Herz. Das ist jetzt, die sind ja gleich, auf der gleichen Waage. Du musst aber gleich eine Wüste schicken. Dann nehme ich den Lionel zum Küssen und den Luca Hani schicke ich die Wüste. Jawohl! Okay. Nein, mir ist umgekehrt. Also, ich glaube, ich würde den Luca Hani heiraten, weil er absolut Cash hat. Und das, ist einfach, das macht einfach das Einzige, was glücklich macht im Leben, ist einfach so. Dann würde ich glaube den Maelo küssen und den Lionel würde die Wüste schicken. Oha! Peace! Next one ist Chan, Michito und Oli Nelson. Fangen wir an. Aber wieso wieder den Michito? Wieso wieder ihn? Wieso nicht mich? Island, zack noch einmal! Chan heiraten, Michito küssen, Oli Nelson in die Wüste schicken. Ich würde gerade so dieser Reihenfolge durchgehen. Schätzungsweise wird es bei den anderen plus minus aber ähnlich laufen. Aber unglaublich, dass ich da nicht vorkommen habe. Unglaublich. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Auch mit dem Chan, weil den kenne ich natürlich am besten. Der Chan war mal bei der Notte und sie hat eine Party gemacht, hat sie so YouTuber und so eingeladen. Und der Chan, das Chan? Muss ich jetzt einfach sagen, Der Chan hat am Schluss alles aufgeräumt. Er hat putzt, er hat sogar das WC geputzt. Oh, ich hab's wieder Ehrenmann. Der Chan hat wirklich alles wieder in die Ordnung gemacht. Und Oha. Muss ich sagen, ein Mann, der einem im Haushalt hilft.
Du musst heiraten, oder? Übrigens darf ich das auch noch sagen. Ja. Der Can kann im Fall nähen mit einer Nähmaschine. Gell, ja. Stimmt? Er kann auch kochen. Unglaublich. Also, Can heiraten, der kann alles, heiraten. Kann alles im Haushalt helfen. Super. Dann haben wir den Michito. Ah, oh, der ist auch so ein herziger. Da ist ein bisschen küssen. Ah, Oli, natürlich, der ist auch wie der Sedi. Ja. Ja, das ist auch ein herziger. Also, meine Dings wäre, glaube ich, ich muss auch wieder gleich machen. Weil der Oli ist halt irgendwie auch ein bisschen jünger als ich. Und er sieht halt absolut wie mein Bruder aus. Absolut. Als nächstes kommt der Marc, also Nilay, der Stefan Büsser und der Alain Berse. Wir denken, wir nehmen die Leute mal rein. Marc, also der Nilay, Stefan Büsser und der Berse. Also, boah. Ich würde jetzt Berse heiraten, weil der hat Köhle und der verreckt, der ist am ältesten, das ist der, der am schnellsten Köhle kann abgreifen. Der Nilay, dem würde ich Schmerz auf die Wangen geben und der Büsser würde ihn in die Wüste schicken. Wir denken, wir nehmen die Leute mal rein, damit wir auch noch ein paar in deiner Generation haben, damit du auch noch ein bisschen... Also zuerst mal der Marc Galaxy, der nicht mehr Galaxy heisst. Also der Marc war natürlich auch schon bei uns, eben an diesen Partys, die Nathalie gemacht hat, habe ich ihn auch schon kennengelernt. Er war sehr nett zu mir, sehr höflich. Tun wir den Marc mal, küssen. Dann haben wir noch Adam Berse. Der ist ein Herziger, der gefällt mir. Der ist so sympathisch wie der mit seinem französischen Dialekt. Mega nett. Ich würde ihn heiraten. Und der Stefan willst du ihn schicken? Ja, den kann ich halt. Ah, oh, das ist der, der so mega gut kann, so Rollbrett fahren und Salto. Nein. Was? Ja, das hat so leider nicht ganz geklappt. Aber ist halt jetzt Rang 3 bei mir. Sorry, ich kenne die anderen zwei besser. Ich glaube, ich den Marc am besten kennen und die anderen halt alt sind, würde ich den Marc heiraten. Und ich würde. Ich glaube, ich würde Stefan ein bisschen küssen und alle besser, welche die Wüste schicken, weil er ist halt jetzt mein Geschmack so. Der Flavio Stucki, der Maelo und der Lionel. Also an dieser Stelle wirklich muss ich noch mal sagen, ist das Video will immer wieder die gleichen vorkommen. Klar, jetzt kommt der Stucki, aber nicht Maelo und der Lionel kommen wieder vor. Von dem her finde ich es sehr schwach. Ehrlich gesagt, also nicht weil ich nicht drin vorkomme, und das geht mir nicht, das wäre zwar cool, ich würde mich so freuen, mal auch so Sachen drin zu ziehen, aber man kennt mich ja nicht. Ich finde es aber gleich schwach, dass immer wieder die gleichen kommen. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte sie doch gescheiter andere Leute sollen nehmen sollen. Halt, wenn sie berühmt haben, sollte man halt einen Roger Federer reinnehmen oder so, wo einfach mehr Abwechslung reinbringen. Das finde ich ein bisschen schade von dem her. Was würde ich da machen? Ich würde jetzt da wieder Maelo natürlich in die Wüste schicken. Nein, auch da Maelo heiraten, Lionel einen Kuss und der... Jetzt ist mein Name schon wieder entfallen. Wieso fällt mir... Man kennt ihn ja. Egal. Ihn würde ich in die Wüste schicken. So wäre es bei mir. Ich denke, bei anderen wird es in etwa ähnlich sein. Vielleicht ein Kampf zwischen Maelo und Lionel wegen heiraten. Fangen wir mit dem Flavio an, also mit dem Stucki. Ja. Genau, Flavio Stucki. Ja, der war bei uns sehr, mega ein witziger und ein freundlicher. Der hat jetzt aber gerade die 80er Jahre versucht, die hat er abgesehen. Er hat alles abrasiert. Er hat fürs Militär alles schnell, alles weg. Er ist klar rasiert jetzt. Nein, ich würde ihn küssen. Kriegt von mir ein Bussi. Weil er keine Schnauze mehr hat. Er kriegt eins auf den Backen und eins auf die Glotze. Und dann heiraten, ja, dann haben wir halt natürlich wieder den Maelo. Weil das ist ein Herziger. Das ist sein Favorite. Ja. Ja, einfach so optisch ist er halt schon ein Typ. Gleich am meisten ein Bobby vorne. Nö. Ja. Den kann ich einfach zu kennen. Tut mir auch leid, aber muss er gleicht dem Papi. Haben wir denn da vielleicht den Halbbruder von Nati? Maelo, bist du der Halbbruder von Nati? Uh-huh. Da kommen auf einmal Sachen ans Tageslicht. Unglaublich. Nochmal Platz 3, sorry. Ich glaube, ich würde auch den Maelo heiraten, den Flavio küssen und den Lionel in die Wüste schicken. Die nächsten, der Adi Totoro, der Roger Federer und der DJ Bobo. Wenigstens kommen da jetzt einmal zwei andere Leute noch mit Roger Federer und DJ Bobo. Ganz klar, heiratet hier mal den Roger Federer, weil der hat Köln wie eine Sau. Dann DJ Bobo küssen und der Adi würde man da tatsächlich in die Wüste schicken. Also, so würde es bei mir aussehen. Also ich bleibe meiner Meinung treu, ich heirate wieder den Adi. Roger Federer ist mir sympathisch, den würde ich küssen. Und der DJ Bobo, ja, der soll in die Wüste einen schönen Song machen. Ich glaube, ich würde Roger Federer heiraten, auch weil er Cash hat. Und ja, klar. Ich weiß doch nicht. Zwar hat er keine Zeit, das ist scheiße. Ich glaube, ich würde Roger Federer küssen, damit ich den Adi heirate und weil ich halt den DJ Bobo kann. So, wir kommen zu den Letzten. Und zwar ist das der Elia, der Joshua und der Can. Also, zwischen ihnen zwei ist schwer. Can kenne ich nicht, aber was man da gehört hat, von wegen Kochen, Putzen, Machen, so, sicher ideal. Der Elia kenne ich von dem her am besten von allen. Und wenn man ja nach dem Ganzen her geht, würde ich sagen, Elia heiraten, Can küssen und Joshua ganz klar in die Wüste schicken. Also, ja, den Can haben wir ja schon mal gehabt. Dann habe ich gesagt, heiraten, bleiben wir bei dem. Jetzt kommen wir zum Joshua. Der ist neu. Ich tue ihn küssen. Und der Elia hat zwar wunderschöne blaue Augen. Oha. Das kann ich mal sehen, aber ich kenne ihn nicht so gut und darum ist er auf Platz 3. Sorry. Okay, ich glaube, ich muss es anders machen. Ich würde, glaube auch wieder den Can heiraten, würde den Elia küssen und den Joshua würde ich in die Wüste schicken, weil ich einfach am wenigsten mit ihm zu tun habe. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, ist ein cooles Video gewesen.
Leider komme ich nicht vor, finde ich sehr, sehr schade. Also Nati, wenn du das mal siehst, wenn du wieder mal so etwas machst, Mino aufnehmen, weißt du, so Abwechslung reinkriegen. Ich brauche ein bisschen Fame, ich muss ein bisschen etwas abstauben können. Also wichtig, im nächsten Video mich mit reinnehmen, weil dann kriegst du auch richtig, richtig geile Klicks auf dein Video. ja, das war's mit dem Video. Hat Spass gemacht. Also kurze Videos, so einfache Unterhaltung, macht immer wieder Spass, um kleine Zeichen und zum auch mitmachen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video wieder. Also, tschaußen!